Hallo Modellbaufreunde, ich möchte euch heute wieder eine neue Drohne vorstellen, die ich getestet habe. Und zwar ist das die SJ-RC-FFDFL. Ich gebe mal hier kurz das kleine Heftchen, was dabei ist. Wie gesagt, SJ-RC und die Drohne nennt sich F11. Ihr seht sie hier schon, die Drohne. Sie ist also sehr, sehr groß gegenüber die anderen, die ich alle getestet habe. Selbst die Bugs-Drohne. Ich habe sie hier im Vergleich. Ich will sie mal kurz davor hinhalten. Also selbst die Bugs ist noch kleiner wie diese Drohne. Moment, so muss so richtig stehen. Also diese Drohne ist wesentlich größer wie die Bugs. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von allen getesteten Drohnen ist diese hier, ich hatte immer gedacht, die Bugs wäre die beste Drohne als Billigdrohne, aber ich muss mich wirklich korrigieren. Diese F11 ist nach meinem Ermessen zurzeit die beste Drohne, die man zurzeit kriegen kann für kleines Geld. Die Drohne wird also angeboten per Internet oder bei eBay oder wo auch immer. Ich sag mal einfach zwischen 110 und 180 Euro. Wobei ich dabei sagen muss, bei 180 Euro müsst ihr gucken, was für eine Kombination ihr dabei nehmt. Ich habe diese hier also bestellt für 110 Euro. Die hat leider nur einen Akku dabei. Wenn ihr da zwei oder drei bei haben wollt, die gibt es auch. Aber wie gesagt, dann kostet es ein paar Mark mehr. Die Drohne selber, wie gesagt, von der Verarbeitung her, von den Motoren und so weiter, ist die also super. Die Drohne selber hat hier seitlich, das ist hier, die SD-Karteneinschub. Und wie gesagt, die Drohne gefällt mir sehr gut. Sie hat einen Kompaktakku und wie üblich habe ich den natürlich sofort wieder offen gemacht und habe das ein bisschen anders gemacht hier. Sie hat hier oben eine Verzahnung, wobei dieser Lipo-Akku oben mit den Zähnen dann in diese Verzahnung eingreift und theoretisch den Kontakt herstellt. Es lohnt sich also nicht, was ich hier jetzt gemacht habe. Ich habe da den Akku mal rausgebaut und habe da noch andere Sachen mitgemacht. Und habe dann einen Hochstromstecker drauf gemacht und ein Balancer-Kabel dran gemacht. Die Drohne ist also über ein normales Handykabel zu laden, beziehungsweise der Akku. Der Nachteil ist hierbei, hier oben drauf befinden sich vier LEDs. Das Kabel und die Ladestation, die ihr verwendet vom Handy aus, die haben alle nur teilweise 5 Volt. Und ihr müsst darauf achten, wenn ihr 5 Volt habt, dass ihr wenigstens 2 Ampere Ladekapazität habt. Sonst lohnt sich das nicht, das dauert sonst viel zu lange. Also der Akku macht Folgendes hier. Wenn ihr also mit 5 Volt ladet, es ist ein S3-Akku drin, mit ja, 11, so und so viel Volt. Und das Problem ist dabei, ihr habt ja keine 12 Volt von der Ladestation aus. Sondern in dem Akku selber ist noch eine große Platine, die zeige ich euch gleich. Die macht also Folgendes: Die lädt jede Zelle einzeln voll, hintereinander, also in Reihe nach immer. Die fängt also mit der ersten Zelle an, mit der zweiten und dann mit der dritten, weil sie eben nur 5 Volt hat. Dadurch ist das Laden dieses Akkus natürlich, wenn er richtig leer ist, dauert das natürlich unheimlich lange. Hier oben drauf, wo jetzt das Loch ist, da ist normalerweise ein Taster drauf, wo ihr die Drohne, wenn der Akku drin ist, auch mit einschalten könnt. Und der Akku hat eine folgende Zweitfunktion. Wenn dieser Taster, wenn ihr also den Akku raus habt, so wie hier jetzt, und ihr drückt jetzt den Taster, dann werdet ihr sehen, dass die Lampen alle hintereinander immer hin und her blinken. Der Akku entlädt sich also selber. Und zwar für seine Lagerfähigkeit. Der geht also dann mit seiner Spannung so weit runter, bis er lagerfähig ist. Wenn ihr den mal vollgelassen habt, braucht er nur drücken.
Und er entlädt sich dann selber auf seine Lagerfähigkeit runter. Deswegen ist hier drin auch eine große Platine. Die habe ich aber rausgebaut. Ich will sie euch mal kurz zeigen. Das ist die Platine gewesen. Die war also so theoretisch so zusammen. Ich habe da jetzt das vordere linke Stück rausgeschnitten. Habe hier auf dieser Verzahnung nochmal einen Hochstromstecker drauf gemacht. Und dieses Teil hier benutze ich also gar nicht mehr. Ich will euch das nur mal zeigen, was da also für eine Platine drin ist. Und wie gesagt, hier ist auch der Handyanschluss theoretisch, wo die Drohne bzw. der Akku geladen wird. Auf dieser Platine könnt ihr hier hinten sehen, das Weiße hier, das ist dafür da, die hat also hier, jetzt muss ich lügen, 6 oder 8 Widerstände drin, wo theoretisch beim Entladen die Kapazität verbraucht wird. Diese Widerstände werden natürlich sehr warm und das merkt man auch nachher auf dem Akkudeckel hier oben drauf. Und deswegen haben die also hier noch ja, theoretisch was drüber geklebt, dass das also besser abgeleitet wird, die Wärme. Das habe ich also jetzt rausgebaut bei mir. Und mir ging es darum, ich habe es aus dem Grunde rausgebaut, weil ich meinen Akku oder alle Akkus, die ich habe, mit Hochstromstecker und Balancer lade über eine andere externe Ladestation und kann dann diese Lipo-Akkus in theoretisch in, ja nicht theoretisch, sondern in 15 bis 30 Minuten vollladen, wobei dieser Akku dann über eine Stunde braucht, bis der voll ist, ne? Das ist natürlich der Nachteil. So, das ist einmal zu dem Akku gesagt. Das braucht ihr aber nicht machen, diesen Umbau hier. Ich würde an eurer Stelle, wie gesagt, den Akku auf dieser Original-Dingens lassen. Notfalls einen zweiten oder dritten Akku beikaufen. Der Akku liegt, glaube ich, ein Zweitakku liegt so bei 35 Euro. Ich habe also, wie gesagt, Folgendes gemacht, habe das hier rausgemacht. Ich kann jetzt also theoretisch auf dieser Verzahnung hier oben auch nochmal diesen Stecker drauf drücken mit den Hochstromstecker. Ich will da mal eben gucken. So. Und habe dann Folgendes. Ich kann also andere Lipos, größere auch, kapazitätmäßig hier reinbauen und kann die dann mit dem Hochstromstecker hier verbinden mit der Drohne. Ich habe dann natürlich kein Gehäuse hier drum, sondern ich mache da teilweise ein Klettband drum, dass der Akku nicht rausfällt. Ich habe dann auch Folgendes gemacht. Ich habe, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Mal gucken. Ich habe den vorderen Anschlag hier rausgefräst. Und somit kann man also andere Akkus da reinmachen, die auch wesentlich größer sind als wie der Originalakku. Ich kann also hier, der von Hause aus ist in diesem Akku ein S3 drin mit 2600 mAh. Dadurch, dass ich das abgeändert habe, kann ich bis zu 3200 reinpacken. Natürlich, wie gesagt, habt dann kein Gehäuse mehr drum. Ja, das ist also der Unterschied. Wie gesagt, ihr braucht es nicht machen. Ich habe es gemacht, einfach nur mal, um auszuprobieren. Und die Drohne hat von Hause aus sowieso, das finde ich also sehr gut bei dieser Drohne hier. Die hat eine Flugzeit von 25 Minuten bei diesem Akku hier. Das ist also schon ganz schön gewaltig. Und wenn ich da einen 3000er oder einen 3-3er drin habe, dann fliege ich da weit über 30 Minuten mit. Das ist eigentlich der Teil, den ich zu dieser Drohne sagen will. Jetzt gehen wir mal auf den Controller oder auf die Fernsteuerung über. Ich habe hier wieder leichte Störungen in meinem Tablet. Aber ich hoffe, dass das hinhaut. Das ist, wie gesagt, der Controller. Ihr habt hier oben einmal drei kleine LEDs drauf. Wenn ich den anmache, blinkt dieser kleine hier, der zeigt mir an, dass der Controller an ist. Die mittlere LED ist, wenn ich die Ladestation hier dran mache. Die wird hier seitlich eingeschoben. Auch ein normales Kabel vom Handy. Dann ist diese Mittel-LED in Rot, die zeigt mir an, es wird geladen. Es ist ein Lipo in dieser Fernbedienung. Und wenn die linke Seite angeht, das ist dann grün, dann ist der Akku voll. Hier unten haben wir nochmal 4 LEDs. Ich fange mal von der linken Seite aus an. Das ist das GPS. In der Mitte, also der nächste ist der blaue hier.
Der zeigt mir die Geschwindigkeit an, die ich einstellen kann. Ich habe also drei Stufen. Also entweder den Sportmodus, den normalen Modus oder den Anfängermodus, den kann ich einstellen. Dann habe ich hier einmal die Kamera drauf. Und auf der rechten Seite ist die blaue LED an. Das ist der Kopflosmodus. Jetzt kommt das, wo ihr vielleicht ein bisschen gucken würdet, was nicht in der Fernsteuerung oder beziehungsweise in der Beschreibung drin ist. Da ist also Folgendes. Wir haben einmal hier, kann ich das GPS ausstellen, in dem Sinne, dass ich hier länger drauf drücke. Jetzt macht das, glaube ich, nicht, weil die Drohne nicht an ist. Müssen wir gleich die Drohne mal anmachen und dann mal gucken. Ich schalte mal aus. Mal gucken, ob er das macht. Ja, ich glaube, die Drohne muss an sein. Ich mache mal hier jetzt einen Akku rein. So, die Drohne meldet sich. Ihr macht die Fernsteuerung an. Die LED blinkt hier. Sie hat aber noch keine Verbindung zu der Drohne. Ihr müsst also einmal hoch, dann flackert die LED und einmal runter machen. Jetzt hat sich die Fernsteuerung mit der Drohne verbunden. Und ja, wie gesagt, ich mache jetzt nochmal diesen Taster hier. So, jetzt bei längerem Drücken, länger wie 3 Sekunden, wird das GPS-System ausgeschaltet. Das könnt ihr ja sehen. Die LED ist jetzt hier unten aus. Wenn ich sie wieder länger drücke, kommt das GPS-System wieder dabei. Das ist dafür da, wenn ihr hier in der Halle oder in der Wohnung mal fliegen wollt. Und das GPS-System kann man da nicht gebrauchen, weil kein Empfang ist. Dann drücke ich hier einmal ganz kurz drauf. Das ist der Kopflosmodus. Jetzt ist unten die blaue LED an. Und wenn ich noch einmal drauf drücke, ist der Kopfmodus aus. Also dieser Taster ist doppelt belegt. Bei längerem Drücken schaltet sich das GPS-System ein und aus. Und bei kurzem Drücken könnt ihr den Kopflosmodus ein- oder ausschalten. Diese Taste ist die Home-Taste, die kennt ihr ja alle. Hier schaltet man das Gerät ein und aus. Und nach unten runter geht's. Das kennt ihr ja. Also theoretisch die Verriegelung frei machen, dann fangen sich die Rotorblätter an zu drehen. Dann könnt ihr hier aufsteigen oder auch hier drücken und landen. Das ist dieser Taster hier. Oben drauf befindet sich nochmal zwei Taster und zwei Rädchen. Hier könnt ihr einmal den Modus einschalten, was ich vorhin gesagt habe. Das wird hier unten gleich auch in den LEDs angezeigt. Das ist die blaue LED hier unten. Ein bisschen verschwommen, ne? So ich das sehe. Warte mal, ich will mal die Lampe ein bisschen wegmachen. Ja. Wenn man jetzt also hier theoretisch am Rad dreht, jetzt ist es langsam am Blinken. Das ist der Standardmodus. Jetzt ist er ganz aus, der Modus. Und so ist normal auf 1 nur an. Also wie gesagt, drei Stufen hat diese Sache hier zum Einstellen. Und ich will mal die Lampe ausmachen, weil ich weiß nicht, ich habe also Probleme hier mit dem Tablet, dass es leicht verschwommen ist. Und auf der rechten Seite befindet sich das andere Handrad. Damit könnt ihr die Kamera steuern. Die Kamera ist auch vorne beweglich rauf und runter. Und hier oben auf diesen beiden Tasten ist noch einmal für Fotos, hier auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist für Filmaufnahmen. In der Software gleich auf dem Handy werdet ihr feststellen, dass die Funktion im Kreis sich drehen und irgendwas filmen da nicht drin ist. Das ist in der Beschreibung auch in dem Handbuch nicht beschrieben. Da könnt ihr also Folgendes machen. Ihr müsst beide Taster hier oben, also sprich Kamera, nee, Foto ist hier, Kamera ist hier, beide Tasten gleichzeitig drücken. Wenn ihr die drückt,
erscheint auf dem Display das Bild, wo ihr theoretisch einen Rundumflug machen könnt und den einstellen könnt. Das ist nirgendwo beschrieben. Das habe ich also auch erst später hier rausgefunden, dass diese beiden Tasten hier oben nicht nur für Ein- und Ausschalten für die Kameras sind, sondern auch eine Funktion darstellen, eine Doppelfunktion haben, die im Handy dann nicht angezeigt wird. So, dann wollen wir mal kurz auf das Handy gehen. Das App ist, wie gesagt, dieses SJ GPS Pro. Da gehe ich mal drauf und mache da jetzt. Das war nicht geplant. Ihr müsst dann das Fenster hier aufmachen, die F11 wählen und ja, wie gesagt, ihr könnt dann direkt auf den Controller gehen und habt dann diese Bilder drauf. Wie gesagt, hier oben ist, was ihr schon alles kennt, hier ist einmal über das GPS-System. Ich habe ein total verschwommenes Bild jetzt hier auf dem Tablet, aber ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Da muss ich nachher mal nachgucken. Und wie gesagt, hier könnt ihr dann noch die Einstellung machen. Return to Home kann man auch einstellen und so weiter. Und wie gesagt, wenn ihr diese Doppeltaste drückt für die Filmaufnahme, dann erscheint in diesem Fenster auch dann, dass man diesen Rundumflug automatisch machen kann mit Einstellungen und alles dabei. Ja, das war schon, was man über diese Drohne sagen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hobby.